Mehrere hundert Flüchtlinge, darunter auch Familien mit kleinen Kindern, schwangere Frauen und alte Menschen, haben sich am Mittwoch auf den Weg vom dänischen Padborg nahe der deutschen Grenze nach Schweden gemacht. Damit hat die Flüchtlingskrise eine neue Dimension erreicht. Die Menschen sind zu Fuß auf der Autobahn E45 unterwegs. Die Autobahn ist daher voll gesperrt. Die Polizei begleitet den Flüchtlingszug und versucht, die Flüchtlinge zum Einsteigen in mitfahrende Busse und zur Rückkehr in das Aufnahmelager einer leerstehenden Schule im dänischen Padborg zu bewegen. Manchmal steigen Flüchtlinge ein, aber nach ein oder zwei Kilometern wieder aus Angst, in Dänemark festgesetzt zu werden. Nur ein Teil der nach Dänemark eingereisten Flüchtlinge will auch dort Asyl beantragen. Ohne einen solchen Antrag können sie sich jedoch nicht frei bewegen und müssten nach Deutschland zurück. Die dänische Polizei hielt unterdessen an den Grenzen weitere Züge mit aus Deutschland ankommenden Flüchtlingen an und hinderte sie an der Weiterreise nach Schweden.